بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تسيس أنزغا في 24 حلقة insgesamt diese Projekt von عقيدة، وده ده die zweite حلقة von عقيدة 2. Letztes Mal haben wir über allgemein über die Schulen von العقيدة، die Schulen المدارس العقدية. Es gibt hier ein Regel um die Ideen zu verstehen, also jede Art Idee und Aussage in Al-Aqidah und oder Philosophie hat immer eine Grundlage. Und diese Grundlage, sie beherrscht diese Ideen. Du findest, dass die scholastische Schule, Al-Mutakallimun heißt auf Arabisch, Al-Mutakallimun, wie Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, sie haben ihre Grundlagen und jede Aussage, sie stammt von diesen Grundlagen. Als Al-Sunna auch, die haben Grundlagen, jede Aussage stammt von diesen Grundlagen. Wir haben letztes Mal über diese Schulen geredet. Ich wiederhole nochmal. Es gibt verschiedene Schulen. Die erste Schule, philosophische, teilt sich auf drei. Die atheistische. Die Schule, die glaubt an einen Schöpfer, die heißen Ar-Rububiyun. Und eine dritte Schule, die glaubt an Prophetentum. Diese Schule, das ist im Bereich von Islam. Wie diese Philosophen von Ar-Razi, Ibn Sina, Al-Kindi, das ist diese Schule. Die glauben an Prophetentum. Aber die erklären, die haben ihre Grundlagen und Aussagen. Zweite Schule, das ist die Schule von der scholastischen Schule. Also, das haben wir schon darüber geredet, Mu'tazila, Al-Asha'ira, das ist die scholastische Schule. Die scholastische Schule redet mit Beweisen von dem Koran und Sunna. Mu'tazila, die haben Beweise aus Koran und Sunna. Und Al-Asha'ira und Al-Maturidi. Al-Asha'ira und Al-Maturidi sind nahe der Sunna. Alles Al-Mu'tazila. Die dritte Schule, das ist die Sophistika, das sind As-Sufiyya. Sie haben auch ihre Schule, die teilen sich auf zwei. Es gibt die Übertreiber von ihnen, die sind Philosophen, die glauben an die Einheit, die Existenz, dass alles eins ist. Alles ist eins, alles ist Allah. Und davon Ibn Arabi. Es gibt zwei Gelehrten, heißt Ibn Arabi ohne Alif und Lam und Ibn Arabi. Ibn Arabi al-Maliki, das ist ein Faqih aus Andalusien. Maliki. Und es gibt Ibn Arabi, das ist dieser Sufi, dieser Übertreiber.
Es gibt nur 70 Hallaj, das ist ein großes Schule ist das. Die Schule von Ahl Sunna ist auch eine Schule. Deshalb, wir lesen von verschiedenen Büchern, aber wir konzentrieren uns auf das Buch von Ibn Abil Izz al-Hanafi, während er die Aussagen von Tahawi erklärt. Er hat das ausführlich erklärt und er redet über Tawhid. Also die Aussage von Tahawi, naqulu fi tawhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah, inna Allah wahidun la sharika lah. Inna Allah wahidun la sharika lah. Er redet über Tawhid. Er sagt, der Tawhid ist die Botschaft der Propheten, die Botschaft der Gesandten. Und das ist die erste Grundlage. Tawhid ist die Grundlage. Und er hat viele Beweise gebracht. Er hat über Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala, in Surat Al-A'raf 59, er sagt: Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala, ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Diese Aussage: Ya qawmi, o mein Volk, dient Allah, ihr habt kein Ilah außer ihm. Diese Aussage sagt Nuh. Hat auch Hud gesagt, Ubudullaha malakum min ilahin ghayru. Salih hat dasselbe gesagt, Surat Al-A'raf 73. Shu'aib auch sagt, Ubudullaha malakum min ilahin ghayru. Und er führt auch Surat Al-Nahl 36. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Wir haben in jedem Umma ein Gesandter, womit an Ibudullah und Janibut Tagut. Also dient Allah und vermeidet Tagut. Tagut ist dieser Teil von dieser Aussage La ilaha illallah, diese Verneinung heißt das. Diese Verneinung. Das viele, die sagen, die achte Bedingung von La ilaha illallah ist Al-Kufr bit Tagut. Das ist keine Bedingung, das ist eine Säule. Weil das ist diese Negation in der Aussage. La ilaha illallah. Das ist eine Säule, nicht Bedingung. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Das ist ein Beweis, dass jedes Volk in der Geschichte kam ein Gesandter. Bei jedem Volk kam ein Gesandter. Und diejenigen, die die Geschichte geschrieben haben, die erwähnen Prophetentum gar nicht. Also die Bücher, die über Geschichte geschrieben wurden, sie reden nicht über Propheten. Obwohl Propheten, das sind die Hersteller der Zivilisation. Also Adam a.s., als er nach Dunya kam. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm alle Namen gelehrt. Allah sagt in Surat Ar-Rahman, allamahu al-bayan. Also Adam, er konnte deuten. Adam hat geredet. Allah hat ihm alles gelernt. Wie er redet. Auch über Namen von jeder Sache. Auch die Sätze. Und das bedeutet, und hat Allah ihm auch gelehrt, wie er pflanzt, wie er lebt. Das bedeutet, dass der erste Mensch jetzt, wir reden über Adam, also der Vater von Menschen, er war zivilisiert. Das heißt nicht, dass der Mensch, der war unzivilisiert und danach wurde er zivilisiert geworden, weil diese Theorie von Darwin, die praktizieren das auch in der Geschichte. Sagen, dass der Mensch am Anfang, es gibt eine Entwicklung in Bezug auf den. Der Mensch, seine Religion war Sihr und Mythos und Wahn und all. Und danach, als er zivilisiert geworden, hat er Tawhid gekannt. Das stimmt nicht. Der Mensch war Muwahhid von Anfang. Deshalb, Ibn Abbas sagt, zwischen Adam und Nuh waren 10 Generationen auf Tawhid. Generationen auf Tawhid. Deshalb, du siehst, dass die Historiker, sie erwähnen nicht das Prophetentum. Ich rede nicht von allen Historikern, aber
Viele Historiker, die atheistischen Historiker, die verneinen diese Bewegung und die Aktivität des Propheten auf dieser Erde. Sie verneinen auch eine andere Aktivität, die Gegenteil ist, die Aktivität von Shaitan. Weil der Prophet kommt, um eine Sache zu korrigieren. Weil Ibn Abbas sagt, alles das Schirk in dem Volk von Nuh aufgetaucht wurde, hat Allah subhanahu wa ta'ala Nuh gesandt. Der erste Gesandte ist Nuh. Adam war ein Prophet. Deshalb, Nuh kam, um ein Fehler in der Tawhid, also Schirk wurde aufgetaucht. Deshalb kam Nuh, was sagt er? Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi. Wir haben Nuh zu seinem Volk geschickt. Faqala, was hat er gesagt? Ya qawmi, budullaha malakum min ilahin ghayra. Und das ist die Aussage von allen Propheten. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt la ilaha illallah tuflihu. Viele Prophet sallallahu alaihi wasallam, vielen Ahadith, authentisch in Sahih Bukhari Muslim, er ruft zum Tawhid. Auch vielen Ayat in den Koran, was reden über Tawhid. Deshalb er sagt, ولهذا daher Sahih, das Authentische, das erste Pflicht, was der Beauftragte realisieren muss, das ist Al-Shahada von La ilaha illallah. In diesem Kontext, er will eine Schule kritisieren. Er kritisieren, widerlegt eine Schule hier, die scholastische Schule. Er sagt, die erste Pflicht ist, dass Al-Mukallaf, die Beauftragte, realisiert Zeugnis von La ilaha illallah. Und nicht das Nachdenken, was sagt die scholastische Schule in diesem Bezug, was ist erste Pflicht? Die sagen, die erste Pflicht ist das Nachdenken. Manche anderen sagen Zweck des Nachdenkens. Manche anderen sagen Zweifel. Also man soll zweifeln und dann nachdenken, um Tawhid über Tawhid zu wissen, dann ihn realisieren. Das ist Al-Batil. Und du findest in den Büchern von den Mu'tazila, das ist das Erste. Qadi Abd Jabbar, ein großer Gelehrter von den Mu'tazila, er sagt das auch. Deshalb, diese Spekulation, dieser Zweifel, ist die Basis, erste Pflicht, dass man zweifelt. Also, die haben das erste Pflicht Al-Kufr gemacht. Man zweifelt. Und das ist Batil. Deshalb, er widerlegt diese Schule. كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم sagt das unsere immer Gelehrten sind einig. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, die zwei Zeugnisse. Und sind auch einig, dass derjenige, der macht das, bevor er volljährig wird, er braucht das nicht wiederholen. Also ein Kind, er wächst jetzt mit seinen Eltern, er sagt das, als er klein war. Wenn er volljährig, 14, 15, muss er das nicht nochmal sagen. Also das reicht ihm das, was er gesagt hat bevor. Das ist eine Sache. Er muss Tahara durchführen und beten. Also er hat weiter gesagt, und das ist nicht Pflicht, dass sein Wali, sein Vater, seine Mutter ihm noch sagt, er muss Shahada sprechen. وإن كان الإقرار بالشواجب باتفاق المسلمين وجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسألة. Also ihr redet über ein paar Themen hier. Das sind alles sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das können wir nicht in einem Buch, ein zusammengefasstes Buch jetzt in der Aqida finden. Aber ihr redet ausführlich über, was die Gelehrten diskutiert haben. Er sagt, jemand, der konvertiert. Und er hat die Schehade nicht ausgesprochen. Aber er hat gebetet. Redet über das Thema jetzt. Jemand ist konvertiert, also niemand hat ihm gehört, dass er Schehade hat es nicht gemacht. Aber er betet. Er hat gebetet. Er redet über das Thema. Sagt, wenn man sallallahu alaihi wa sallam mit der Kallam bis Schehade oder geht zum Hajj.
ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا. اس ام مسلم دانيش هذاك الصحيح ذاك ريشتيغ ماينونغ دس اي مسلم اس فين اي اوغند اين اين انجليجنايت فون الاسلام دورشجيفيرت هات. Und es gibt hier eine große Diskussion zwischen Gelehrten, aber die richtige Meinung, dass er Muslim ist. Also er hat nicht das Shahada, aber er hat angefangen zu beten, weil er redet das Shahada auch im Gebet. فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ مَا يُدْخَلُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ. Also التوحيد ist die erste Sache, die erste Tür, die den Mensch eintritt. Und das letzte Tür. Prophet sagt, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. Wenn jemand al-shahada ausspricht, als letztes, er tritt in al-jannah ein. Wa huwa awwalu wajibin wa akhiru wajib. Erste Pflicht und letzte Pflicht. Er sagt jetzt, und das ist ein Thema, was wir darüber detaillieren, das ist sehr wichtig, wir bauen auf jetzt. Wir sagen, dass Tauhid teilt sich auf drei. Tauhid al-Ilahiyya, Tauhid al-Rububiyya, Tauhid al-Asma al-Sifat. Wir haben das schon gelernt. Es gibt eine andere Aufteilung. Es gibt eine andere Aufteilung. Manche Gelehrten sagen, Tauhid al-Qasd wa-Talab. Qasd ist Zweck. Weil wenn du betest, wenn du Al-Ibadah durchführst, du brauchst einen Zweck, eine Absicht. Und das bedeutet, du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast ein Ziel. Du machst das für Allah. Das ist Al-Ibadah, Tauhid Al-Ibadah. Al-Qasd wa Talab. Al-Qasd wa Talab. Ja? Und Tauhid Al-Rububiyya und Al-Asma Al-Sifat, das ist Tauhid Al-Ma'rifa Al-Ithbat. Das Wissen über المعرفة كنتنس والإثبات فشتلون وهل das Herz gegenüber die Nachricht was macht da kommt eine Nachricht vom Allah subhanahu wa ta'ala vom Prophet was macht das Herz entweder er weiß das und er stellt fest oder er verneint Allah ist eins die Mushrikin von Quraysh haben gesagt nein wir stellen das nicht fest. Die haben gewusst, aber die haben nicht festgestellt. Ein Muslim hat das festgestellt. Jetzt Abu Talib hat gewusst. Er sagt in seinem Gedicht, habe ich auch schon erwähnt, وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. Also, وَلَقَدْ عَلِمْتُ, wahrlich, ich habe gewusst, dass die Religion von Muhammad die beste, er weiß, dass der Prophet Prophet ist, das ist Wissen. Aber er hat nichts festgestellt. Er hat nichts festgestellt. Er hat gewusst. Aber er hat nichts festgestellt. Das ist Tauhid al-Ma'rifa al-Talab. Tauhid al-Uluhiyya, Tauhid al-Asma al-Sifat. Wenn du jetzt schaust auf Tauhid al-Rububiyya, die Taten von Allah, seine Versorgung, alle seine Taten, die abgeleitet von seinen Namen, Eigenschaften, oder wenn du schaust auf seinen Namen, Eigenschaften, das sind Nachrichten. Alles sind Nachrichten. Wa huwa al-Sami'u al-Alim. Wa huwa al-Alimu al-Hakim. Wa huwa al-Tawwabu al-Rahim. Ar-Rahmanu al-Rahim. Das sind Rabbu al-Samawati wal-Ardi. Wa ma baynahuma. Das ist eine Nachricht. Rabbu al-Samawati wal-Ardi. Wa ma baynahuma. Aber wenn Allah sagt, fa'budhu. Also diene ihn. Das ist was anderes. Dann brauchst du Talab. Du realisierst eine Tat. Das ist Al-Ibada. Das ist Tauhid Al-Ibada. Oder Tauhid Al-Qasd wa Talab. Tauhid Al-Ma'rifa. Tauhid des Wissens. Feststellung. Das bezieht sich auf die Nachrichten. Die Nachrichten. Das Feld des Wissens und Kenntnis. Das ist eine Aufteilung. Es gibt auch in vielen verschiedenen Büchern. Die scholastische Schule, die sagt, diese Aufteilung ist Bid'ah. Die scholastische Schule. Sagen, diese Aufteilung hat nur Al-Imam Ibn Taymiyyah und sein Schüler erneuert. Das stimmt nicht. Diese Aussage findest du auch bei Al-Imam al-Tabari, bei Ibn Abdul Barr, Abu Umar al-Maliki. Du findest auch bei Al-Imam al-Khattabi vor. Diese Aussage ist bekannt. Das ist eine technische Sache. Genau wie Al-Fuqaha teilen
العبادات زاغن الطهارة الصلاة الصوم دي تايلاند داس زاغن داس إز داس بيدينغونغ داس إز زويلة داس إز مستحب داس إز واجب دي تايلاند داس داس إن تيشنيش زاخا أم تفاشتين أوخ أم أوخ zu bestimmen, wo ist der Feld der verschiedenen Meinung zwischen dieser Schule, Schule von Al-Sunna und Schule, Surassische Schule oder Philosophen. Das ist eine Aufteilung, um Al-Ilm einzuordnen. Deshalb er sagt, Al-Imam ibn Abi al-Izz, Tawhid awwal al-amr wa akhir. Tawhid ist der erste und letzte. A'ni, er sagt, ich meine, Tawhid al-Ilahiyya. Tawhid al-Ilahiyya. صمت من الإله العبادة توحيد العبادة فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع التوحيد يتضمن بإنهالت دغاي آرن أنواع بلغال في النوع يتضمن بإنهالت دغاي آرن أحدها أين von دغاي الكلام في الصفات Das Reden über Sifat, die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist diese Al-Quran, die Nachrichten von Al-Quran, entweder sie reden über Sifat, über Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen und Eigenschaften. Drittel von Al-Quran. Das ist ein Zweck. Das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Oder redet über die Vergangenheit, über die Propheten und Erfolge. Du findest im Koran, Allah redet über Nuh, über die Tayyir, diese Geschichten. Und redet über Al-Ma'ad, was bekommt man, wenn man Tawhid realisiert. Drei Sachen, drei Nachrichten, drei großen Felder der Nachrichten. Und auch diese Geschichten stammen auch von As-Sifat. Von Namen Eigenschaft. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er redet über die Geschichte von Nuh, Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, er zeigt seine Taten. Und am Ende erwähnt seinen Namen, wie Allah die Propheten gerettet. Zum Beispiel Yusuf alayhi salam. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Geschichte am Ende berichtet hat, Am Ende sagt Yusuf a.s., Allah berichtet das, Inna Allah latifun lima yasha. Das ist ein Inna Allah latifun lima yasha. Das bedeutet, dass alles, was ich erlebt habe, Allah hat das alles heimlich gemacht. Allah hat das, ohne dass ich das richtig weiß. Also wie Al-Qadar mit Yusuf vorgegangen ist, er war in einen Brunnen, dann wurde auf einen Thron. Allah subhanahu wa ta'ala hat das alles gemacht. Warum? Weil Allah ist Latif. Latif. Allah zeigt seinen Namen in diesen Geschichten. Auch in Al-Akhira. Allah ist Dayan. Der rechnet mit seinen, macht Abrechnung. Allah ist Rahman, Rahim, Karim. Alles, was Allah vorbereitet für sein, für Al-Muwahhid, das sind alles am Ende kommt zu dieser Kategorie Sifat. Er sagt, Ahaduha al-Kalamu fi Sifat. Zweite, Tawhid al-Rububiyya. Wa bayan, anna Allah wahdahu khaliq kulli shay'. Er hat ein Teil von al-Rububiyya erwähnt, und zwar die Schöpfung. Weil die Schöpfung ist ein großer Bestandteil von der Rububiyya. Die Grundlage von der Rububiyya, also ein großer Teil, also Bestandteil von der Rububiyya, ist die Schöpfung. Die Grundlage ist die Schöpfung. Weil der Schöpfer, er besitzt, er versorgt, er organisiert. Sein Besitz, sein Welt, alles, was er erschaffen hat. Und Tawhid al-Rububiyya, das sind die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Das gehört in der ersten Kategorie. Also in der Realität gehört auch As-Sifat. Und dritte,
توحيد الإلهية، من ذاك الإلهية الألوهية العبادة القصد والطلب غشتش، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. استحقاق باستحقاق بدولة تصين غشت دوزيت التوحيد الإلهية است أين فخخت في توحيد الصفات الربوبية فخخت الله هات das Recht angebetet zu werden, sein Recht. Zeigt, dass der Islam ist eine Schönheit. Islam ist die Vollkommenheit der Schönheit. Auch wenn du das, so, das liest, das ist alles, wie man sagt, das ist Logik. Allah subhanahu wa ta'ala ist Rabb, besitzt die schönsten Namen. Sein Recht ist angebetet zu werden. Niemand. Das ist deutlich, ist das. Das ist deutlich. Einmal, jetzt, er detailliert jetzt. Er detailliert und er diskutiert mit anderen Richtungen, mit anderen, anderen Schulen. Der wird mit anderen Schulen diskutieren. أما الأول فإن نفاة الصفات redet über Mu'tazila und die Absteller. Das haben wir schon gelernt, die Abstellung, dass man glaubt an die Nameneigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala, wir beschreiben Allah, wie er sich selbst beschrieben hat, ohne Ta'til, ohne Tamthil, ohne Ta'wil, ohne Tashbih. Jetzt redet über Abstellung. Er sagt, die Absteller von الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. Er sagt, die Absteller von الصفات, sie haben die Verneinung von الصفات in den Tauhid hinzugefügt. Wie Al-Jahm bin Safwan und man wafak Al-Jahmiya und Al-Mu'tazila, die Absteller. Aber warum haben das gemacht? Er sagt, wie فإنهم قالوا, die haben gesagt, wenn wir die Eigenschaften feststellen, bedeutet, dass wir werden an mehrere Götter glauben. Weil die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, er besitzt keine Eigenschaft. Allah besitzt keine Eigenschaft. Er sagt, diese Aussage ist notwendig, unauthentisch und batil. فإن إثبات ذات مجردة, sagt, wenn wir ein also jetzt, wir reden jetzt über, nicht über Allah, wir reden jetzt mit dem Verstand, sagt, ein Wesen, Feststellung eines Wesens ohne Eigenschaften, er sagt, der Verstand, er glaubt das nicht. Der Verstand kann das nicht vorstellen. Also jetzt, jemand, er sagt, es gibt ein Wesen ohne Eigenschaften. Nicht im Gehirn, sondern außerhalb des Gehirns. Im Gehirn kannst du viele Sachen vorstellen. Du kannst vorstellen, ein Mensch mit 10 Händen. Du kannst viele Sachen vorstellen. Obwohl manchmal viele Sachen kann man auch nicht vorstellen, auch im Gehirn. Aber wenn jemand sagt, dass es gibt ein Wesen außerhalb des Gehirns, hat keine Eigenschaften. Es gibt eine Wand, hat keine Farbe. Es gibt einen Tisch, der hat keine Eigenschaft. Ein Mensch hat keine Eigenschaft. Er sagt sowas. وَإِنَّمَا الذِّهْنُ قَدْ يَفْرِدُ الْمُحَالُ وَيَتَخَيِّلُهُ وَهَذَا غَيْتُ التَّعْطِيلِ. Er sagt, dass der Gehirn, unser Gehirn, er sagt, das ist unmöglich, so ein Wesen zu existieren. وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. Er sagt, الذهن, der Verstand, unser Verstand, er kann das Unmögliche vorstellen und als Illusion. وهذا غاية التعطيل. Er sagt, das ist die Vollkommenheit der Abstellung, aber im Gehirn. Und diese Aussage führte zu vielen Aussagen. Jetzt die Einheit der Existenz. Diese Leute sagen, alles ist Allah. Alles ist gleich. Alles ist gleich. Und auch die Christen, die haben gesagt, dass Messias, Isa ist Allah, ist Ilah.
Von dieser Früchte auch, ich werde es nochmal alles erklären. Und mit Furu'i hat der Tawhid, also von dieser Früchte auch, das Pharaon und sein Volk, die haben ein vollkommener Iman. Die kennen Allah subhanahu wa ta'ala, wie es er in der Realität. Und auch die Götzendiener, die haben auch Recht. Also wenn wir jetzt sagen, dass alle existierenden Sachen sind eins, alle existierenden Sachen sind eins, weil was macht einen Unterschied zwischen ein Wesen und ein anderer? Wesen selbst und die Eigenschaften. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist Rahim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Rabb, Al-Rahman, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafir al-Dhanb. Allah hat seine Eigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala ist über seine Geschöpfe. Und die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht die Eigenschaften wie seine Geschöpfe. Allah subhanahu wa ta'ala redet in den Koran. Und Allah sagt, er liebt sie, sie lieben ihn. Allah hat für sie selbst eine Liebe festgestellt. Allah existiert. Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah ist schön und liebt die Schönheit. Also es bedeutet, dass die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht die Eigenschaften von seinen Geschöpfen, weil die Grundlage von At-Ta'til ist ein Vergleich. Die Grundlage von At-Ta'til, warum diese Leute, die haben die Eigenschaften abgestellt? Weil sie haben Angst vor einem Temthil. Sag, wenn wir die Eigenschaften feststellen, es bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala ist wie seine Geschöpfe. Deshalb sagen sie, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat keine Eigenschaft. Manche haben die Namen festgestellt und die sagen, hat keine Eigenschaft. Allah ist alim, ohne Ilm. Die haben das anders erklärt. Das sind Al-Mu'tazila. Die haben die Namen festgestellt, aber ohne Eigenschaften. Al-Asha'ira, die haben 7 Eigenschaften festgestellt. Und die haben ein Ta'wil durchgeführt bei vielen Eigenschaften. Weil auch sie sind abgehauen, angeblich von dem Temthil, dass Allah subhanahu wa ta'ala wie seine Geschöpfe und genau wie die anderen Gruppierungen. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح الكل من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة. Also, Moment. Ich werde inshallah einmal pro Monat im Zoom ein Halaqa anbieten, um die Fragen zu beantworten. Ja, weil hier könnt nicht schreiben, deshalb wir machen einmal pro Monat nach 4 Halaqas oder 3, wir machen ein Halaqa zum Diskutieren, Fragen beantworten, weil solche Themen sind nicht einfach. Aber was wir wissen sollen jetzt für diese Halaqa, diese Aufteilung von der Tawhid, das ist keine Bid'a und es gibt verschiedene Aufteilungen, alle sind gleich. Die Verneiner und die Absteller von der Sifat, sie haben das gemacht auf Basis von Angst vor At-Tamthil. Alle Absteller, jeder Absteller er macht ein Gleichnis in seinem Kopf. Also er haut ab von diesem Temthil zum Ta'til. Aber Al-Aqidah von Ahl-Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hat sie selbst beschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer. Und die Existenz vom Schöpfer ist notwendig. Die Existenz vom Geschöpf ist möglich. Und die Eigenschaften von Schöpfer, die passen zu seiner Existenz und seinem Wesen. Die Eigenschaften von Geschöpf, die passen zu sein Wesen. Hat ein Anfang, ein Ende. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist Ar-Rahim, ist Ar-Rahma von Allah, wie Ar-Rahma von Mensch. Allah hat den Menschen Ar-Rahma gegeben.
الله يس الحكيم، الله هاد المنش الحكمة كيجيب، الله يس العليم، هاد المنش داس فيسن كيجيب، إيش داس فيسن فون الله في فيسن فون منش، داس إيش ديس هالب ديز ريجل في بيشخيم الله في أزيز زلف بيشخيم نات أونه أونه أبشتين، وهم وهم شتيز دو أب، وهم شتيز دو أب، هذا أين بيفايز في دي أبشتين؟ Und wenn du auch Ta'wil machst, du erklärst das anders, hast du einen Beweis. Wie erklärst du das, wenn du keinen Beweis hast? Allah subhanahu wa ta'ala, er redet über Rahma, redet über Hikma, über Ilm, er redet über Prophet, über die Schönheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sie stellen diese Eigenschaften fest, weil Allah hat, dass wir sie selbst, hat sie selbst so beschrieben. Ohne Abstellen und ohne einen Vergleich mit seinen Geschöpfen zu machen. Nicht seinesgleichen. Und sofort sagt Allah, danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir. Eine umfassende Verneinung und eine detaillierte Feststellung. Wa huwa as-sami'ul basir. Er sieht und er hört. Ist das Hören von Allah wie Hören von Mensch? Und ist das Sehen von Allah wie das Sehen von Mensch? Deshalb ohne wie. Ohne wie. Das ist unsere zweite Halaqa. Inshallah bis nächsten Donnerstag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzungen segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.